Also, Sie merken es, wir haben noch ein bisschen Zeit, das können wir aber nützen. Und ich bin froh, dass ein Politikwissenschaftler hier zu uns gekommen ist. Eike Christian Hornig ist das, Politikwissenschaftler. Er forscht am Liechtenstein-Institut. Guten Morgen, hallo. Herr Hornig, die Grünen haben in den letzten anderthalb Jahren ihrer Regierungszeit in der Ampel ja doch schon einiges schlucken müssen und einiges mitgemacht. Waffenlieferungen in die Ukraine, Bau von LNG-Terminals, teilweise eine Laufzeitverlängerung der Atomkraftwerke. Jetzt ist in der Partei, innerhalb der Partei, eine Auseinandersetzung entbrannt seit vergangener Woche um die EU-Asylpolitik, um die Haltung der Grünen zu diesem Thema. Da steht Parteipragmatismus, Regierungspragmatismus gegen einen grünen Markenkern zum Grundrecht auf Asyl. Ist das Ihrer Ansicht nach jetzt ein Punkt, wo es kippen könnte, wo die Partei wieder ein bisschen Revolte macht? Also Revolte vielleicht nicht gerade, aber es stimmt natürlich, die Grünen spüren jetzt das Korsett der Macht. Es zwingt sie ein, es zwingt sie zu Kompromissen. Sie sind in einer Koalition, die etwas ungewollt war, mit einem kleineren Koalitionspartner, der ihnen doch ein bisschen auf der Nase herumtanzt. Dort spüren sie also, wie schmerzhaft Kompromisse sein können. Das Gleiche gilt natürlich auch auf europäischer Ebene. Da ist die Bundesrepublik nur ein Land von vielen und die grüne Stimme wird dann noch kleiner. Es wird also auch da schwieriger, grüne Inhalte natürlich durchzusetzen. Und der Unterschied ist vielleicht, dass vorher, wenn wir so die vergangenen Wochen, Monate angucken, die Grünen doch sehr mit anderen Akteuren außen gekämpft haben. Jetzt geht der Fokus tatsächlich wieder in die Partei. Und das ist, glaube ich, schon eine Veränderung, weil die Grünen sind lange Zeit aus meiner Beobachtung doch intern sehr professionell gewesen, sehr zielorientiert gewesen, auch vergleichsweise geschlossen gewesen. Wenn wir mal an die anderen Parteien denken, an die Union, die sich monatelang öffentlich zerlegt hat. Die SPD kann das auch ganz gut. Also da waren sie eigentlich sehr professionell. Und jetzt bricht so ein bisschen so die alte grüne Seele wieder auf und will eigentlich ihre Ideale umsetzen. Es gibt tatsächlich innerhalb der Grünen immer eine extrem gute Rückkopplung in die Landesverbände. Die Parteispitze kommuniziert sehr viel, nimmt die Partei eigentlich immer sehr mit. Das war, haben Sie auch angedeutet, eine Stärke der Grünen tatsächlich. Bei diesem Asylkompromiss, der innerhalb der EU geschlossen wurde, das war der Innenministerrat, der Justiz- und Innenministerrat der EU, der letztlich diesem Kompromiss auf europäischer Ebene zugestimmt hat. Das war eigentlich absehbar, dass es eine Entscheidung geben wird. Wer hat denn innerhalb der Grünen Partei versäumt, sozusagen die Partei auf diesen schwierigen Kompromiss vorzubereiten und mitzunehmen? Ja, das ist immer gar nicht so einfach. Also formal haben wir natürlich in Parteien, dass die Mitgliedschaft und eben auch die Basis letztendlich die Inhalte bestimmen soll. Und wir wissen aber alle, dass es in der praktischen Politik gar nicht so einfach ist. Und da sind eben, also ich nehme jetzt mal ein Beispiel Länderrat, wenn hier Entscheidungen getroffen werden, naja, mit dem Tag der Entscheidung fangen die schon an zu altern. Und morgen kommt ein neues Thema, morgen kommen neue Entscheidungen. Das ist es gar nicht so einfach. Zum einen da wirklich klar zu machen, was ist jetzt eigentlich die Rolle der Basis. Alle Delegierten wissen wahrscheinlich, was der grüne Markenkern ist, aber bei gewissen Situationen ist tatsächlich pragmatische Politik auch gefordert. Und da legt vielleicht auch der ein oder andere Spitzenfunktionär sein politisches Gewicht in die Waagschale und sagt, okay, das müssen wir jetzt mal durchziehen. Jetzt kommt der Länderrat, der ist natürlich schon lange geplant gewesen, also ist sozusagen Unzeitigkeit für dieses Thema. Aber letztendlich ist es eben nicht so ganz einfach, von vornherein zu sagen, okay, ich muss jetzt das und das machen. Jetzt gibt es, der Riss geht durch die Partei. Wir haben es gesehen, auch die beiden Parteivorsitzenden haben sich ja unterschiedlich in diesem grünen Entscheidergremium verhalten. Wie problematisch ist es denn für eine Partei, wenn es unterschiedliche Bewertungen gibt? Man kann ja jetzt nicht jedem sagen, du musst einer Meinung sein. Aber die Parteispitze spricht ja eben für die ganze Partei. Also wie klar müssen die Grünen ihre Haltung zur Migrations- und Asylpolitik vielleicht noch mal sozusagen nachjustieren? Naja, also erstmal ist das grundsätzlich, glaube ich, eine gute Sache. Es ist ein freies Land, jeder kann sagen, was er will. Und letztendlich könnte man den Spieß auch umdrehen und sagen, dass die Parteispitze also nicht geschlossen in diesem Thema ist, spiegelt ja vielleicht die Situation an der Basis wider. Also es ist sozusagen eine ehrliche Reflexion dessen, was tatsächlich in den Ortsverbänden vielleicht passiert. Wichtig ist natürlich, das jetzt zu klären. Also das muss jetzt aus der Welt geschafft werden, damit das nicht ein Selbstläufer wird und damit das dann nicht irgendwann so wie so ein schleichendes Gift dann die ganze Regierungsarbeit und die Parteiarbeit lahmlegt. Sondern es ist eine gute Gelegenheit, glaube ich, hier heute auf diesem Länderrat, versuchen mal ein bisschen Druck aus dem Kessel zu lassen. Und es ist auch richtig, das muss man auch sagen, es ist ja parteiinterne Demokratie. Das heißt, die Personen in den Ämtern, die müssen auch Rechenschaft ablegen gegenüber der Partei. Und das passiert hier heute. Und das ist eben eine sehr gute Gelegenheit, auch für die Partei zu sagen, wir wollen eigentlich lieber in die Richtung oder in die Richtung.
Es war schon bemerkenswert. Es gibt ein Sechser sozusagen Führungsgremium der Grünen. Das ist auch, sind auch die Grünen, die in den Koalitionsausschuss beispielsweise gehen. Also das sind die beiden Fraktionsvorsitzenden, die beiden Parteivorsitzenden und die beiden grünen Minister Annalena Baerbock und Robert Habeck. Die haben sozusagen auch abgestimmt innerhalb dieser Sechsergruppe, ob Deutschland, ob sie ihre Zustimmung geben, dass die Bundesregierung diesem Asylkompromiss zustimmen kann, haben es danach sehr öffentlich gemacht, zum einen, wer wie abgestimmt hat, haben auch sozusagen ihre Position nach außen vertreten. Das war schon bemerkenswert. Einige politische Beobachterinnen haben gesagt, das war Taktik. Das kann sein. Also wie gesagt, ich sprach eben vom politischen Gewicht, was man in die Waagschale legt. Ich meine, wir haben da schon mal einen Basta-Kanzler gehabt, der hat gesagt, das machen wir so. Und dann ist die Partei widerwillig ein bisschen hinterhergetrottet. Das funktioniert bei den Grünen vielleicht nicht ganz so. Also sie sind traditionell ja sehr streitlustig. Aber ich glaube, es spielt schon eine Rolle, wenn das Spitzenduo sich so klar festlegt. Und die Grünen werden ja jetzt nicht anfangen, sozusagen an deren Stühlen zu sägen und zu sagen, ach naja, also jetzt mit der Entscheidung haben sie sich aber ans Ausgespielt. Das wird nicht passieren. Also ich glaube tatsächlich, also es wird hier ein bisschen Luft abgelassen, es wird Dampf abgelassen, es wird vielleicht nochmal auf den Tisch geklopft und sagt, das ist eigentlich nicht in unserem Sinne. Aber das ist die Kehrseite sozusagen so einer Veranstaltung, obwohl parteieninterne Demokratie, die Konsequenzen werden wahrscheinlich jetzt nicht riesengroß sein. Es gibt heute Änderungsanträge zu diesem Leitantrag der Bundesvorsitzenden. Also der Bundesvorstand hat in diesem Leitantrag versucht, den Kritikern entgegenzukommen. Wir haben gesagt, ja, in der Gesamtschau bewerten wir das eben unterschiedlich. Aber das, was beschlossen worden ist, dieser EU-Asylkompromiss, widerspricht eigentlich den Positionen unserer Partei, steht bisher im Leitantrag. Jetzt gibt es beispielsweise eine Gruppe von grünen Europaabgeordneten, auch Anträge der grünen Jugend, die fordern ganz klar, dass die Partei, dass dieser Länderrat heute beschließen soll, die Zustimmung Deutschlands, also auch die Zustimmung der Grünen zum EU-Asylkompromiss sei falsch gewesen. Wenn das hier heute eine Mehrheit bekäme, was würde das dann für die Parteispitze bedeuten? Also es wäre sicherlich eine Schlappe, aber das schließt ein bisschen an das an, was ich eben sagte. Also man nimmt das dann mit in seinem Koffer, in seinem politischen Koffer, aber wir haben heute weder Personalwahlen, das passiert hier nicht. Und ich glaube nicht, dass man sozusagen langfristig jetzt der eigenen Parteiführung so sehr schaden würde, dass man sie so klar abstraft. Also es ist jetzt ein Wagnis. Man muss ein inhaltliches Signal senden und das wird eben auch versucht und mit einem ganz klassischen Instrument, nämlich den Änderungsantrag, wie so Parteitage funktionieren. Aber man muss eben sehen, dass man es nur bis zum gewissen Punkt treibt. Also man will jetzt nicht anfangen, die eigenen Leute in der Regierungsarbeit zu beschädigen, zumal man weiß, zumindest aus der Vergangenheit, dass die sehr beliebt sein können, dass die auch für Wahlen Zugpferde sein können. Und wir haben hier in Hessen haben wir Landtagswahl am 8. Oktober, in Bayern ist Landtagswahl. Also das wird man immer im Hinterkopf haben. Also deswegen ist es heute auch ein bisschen ein Wagnis. Es war ja auch tatsächlich nicht so geplant. Dieses Thema ist ja aufgeploppt sozusagen und hat die Grünen-Spitze eingeholt. Und heute wird darüber diskutiert. Eigentlich war geplant, den hessischen Grünen Rückenwind zu geben. Auch Tarek Al-Wazir, der grüne Spitzenkandidat, wird hier seinen Auftritt natürlich haben und seine Bühne bekommen. Und es wird einen Antrag des Bundesvorstands geben. Da geht es um klimaneutralen Wohlstand, um dass wir die Grünen sich vorstellen, wie der soziale Zusammenhalt aussieht. Dazu gibt es keinen einzigen Änderungsantrag. Also das eher ein bisschen Harmonie und herausstellen, das, was man schon erreicht hat in der Regierung. Das Gebäudeenergiegesetz, das Heizungsgesetz, wird hier in der Aussprache im ersten Teil bestimmt eine Rolle spielen. Es steht im Antrag nicht wirklich drin, weil man hat es ja jetzt erst mal geklärt. Es ist jetzt in den parlamentarischen Beratungen im Bundestag. Diese Debatte in den letzten Wochen, die hat den Grünen sehr geschadet. Warum ist es den Grünen nicht gelungen, dass sie dieses Thema früher eingefangen haben? Ja, das ist ein bisschen die Königsfrage. Also was hätten Sie anders machen sollen? Ich meine jetzt, wenn wir von diesem Ort hier erstmal ausgehen, sozusagen wenn es zur Aussprache kommt, dann wird sich sicherlich die Konfrontation erstmal gegen die Mitkoalitionäre richten. Also da zeigt sich sicherlich die Partei geschlossen und sagt, okay, wir konnten auch einfach nicht mehr durchsetzen. Das Problem ist natürlich, es kommt nach außen einfach anders an. Also es kommt nach außen an, dass die Partei schon frustriert ist, dass sie auf dem Zahnfleisch geht, dass diese Dinge vielleicht auch ein bisschen im Hauruck-Verfahren durchgesetzt werden, auch wenn das vielleicht nicht so ist. Also man denkt ja schon länger über die Dekarbonisierung von Heizungssystemen nach. Das ist ja jetzt nichts Neues. So, aber ist letztendlich das, was sozusagen rausploppt und beim Wähler übrig liegen bleibt, das ist genau das. Hoppla, da läuft aber irgendwas durcheinander. Und das ist ein großes Problem. Das kann eben bei politischen Themen passieren, dass sie eben sozusagen Konjunkturen bekommen und auch Gegenwind bekommen. Ich meine, es gibt auch eine Opposition, die da natürlich auch ordentlich gegentrommelt. Das gehört zum Gesamtbild dazu. Und das ist eben schwer wieder einzufangen, muss man ganz ehrlich sagen.
sagen, auch mit vermeintlich beliebten Spitzenpersonen, die dann auch ihr politisches Gewicht in die Waagschale versuchen zu legen. Das funktioniert eben nicht immer. Es hätte bei dem Thema gar keine Opposition gebraucht, muss man sagen. Denn die FDP innerhalb der Koalition war sozusagen der stärkste Widerpart der Grünen. Wie geschwächt sind die Grünen innerhalb der Ampel durch diese Diskussion? Also sie setzen ja Inhalte durch. Man darf das ja nicht vergessen. Es ist jetzt nicht schwarz-weiß, sondern es sind ja immer Kompromisse. Und da steckt immer grüne Politik drin. Das ist richtig. Aber sie sind schon in einer komischen Position. Eigentlich sind sie ganz gut gestartet. Sie haben ja auch sozusagen einen gewissen Schwung mit reingebracht. Nun ist es so, dass die FDP als kleiner Koalitionspartner im Kabinett Ja sagt und hinterher im Bundestag Nein sagt und ihnen damit ein bisschen auf der Nase rumtanzt. Und der große Koalitionspartner will entweder nicht oder kann nicht das Ganze sozusagen aus der Welt schaffen. Und das ist eine Schwebe, in der sie so ein bisschen sind. Also der grüne Idealismus, der will mehr, der treibt sie voran. Und es geht aber nicht, weil an allen möglichen Stellen gebremst wird. Und wenn das sozusagen zum Dauerzustand wird, dann ist das natürlich ein Problem. Also wenn da so ein Lame-Duck-Effekt kommt, dass man sagt, okay, die wollen, aber die können es offensichtlich nicht, dann haben die Grünen natürlich ein großes Problem. Dass es in einer Dreierkoalition, in einer solchen Ampel nicht konfliktfrei zugehen würde, das war eigentlich zu erwarten, muss man sagen. Der Konflikt in der Ukraine, die Gaskrise, die hatte das überdeckt. Das Krisenmanagement hat eigentlich ganz gut funktioniert in dieser Koalition. Jetzt brechen diese Konflikte auf. Rechnen Sie damit, dass es aber innerhalb der Ampel so weitergeht? Die Grünen, die fühlen sich ja im Moment selbst ein bisschen sozusagen in die Ecke gedrängt, weil sie sagen, wir sind die einzige Partei, die für Klimaschutz steht in dieser Koalition. Was denken Sie, wie sich das jetzt weiterentwickelt? Also gut, mit dem Klimaschutz, das haben auch schon andere Parteien jetzt für sich entdeckt, das ist es natürlich nicht alleine. Die Koalition, wie wird es weitergehen? Also da muss man vielleicht auf die FDP schauen, weil die FDP natürlich, wenn ich mir jetzt die letzten Umfragen nochmal angeguckt habe und auch die letzten Landtagswahlergebnisse, die hüpft immer zwischen 5% und 7% irgendwo rum. Das heißt, die FDP steht eigentlich mit dem Rücken an der Wand. Und das ist ja auch das, was letztendlich den Grünen Probleme macht. Also diese Koalition, die hat so viel Eigendynamik, die unabhängig jetzt, sag ich mal, vom Koalitionsvertrag und Dingen, die man aushandeln kann, sondern da spielt der Föderalismus mit rein und die Frage einzelner Parteien, wo gehe ich eigentlich hin? Und das, glaube ich, macht die nächste Zeit ein bisschen schwierig tatsächlich. Und dann kommen eben noch so Themen wie jetzt sozusagen die Asylfrage auf europäischer Ebene, die von der Seite reingrätschen. Ich glaube, es gibt einfach viel zu verarbeiten, viel Konflikt zu verarbeiten. Und von dem hehren Anspruch, den man auch am Anfang mal hatte, ja, wir machen erstens keine Nachtsitzung, zweitens alles sehr kollegial und so weiter. Das war ein Wunsch. Die Politik funktioniert anders. Die Politik ist die Durchsetzung von Interessen und das geht nun mal mit Macht. Spätestens seit dem 30 Stunden währenden Koalitionsausschuss Ende März wissen wir, dass auch diese Fortschrittskoalition, wie sie sich selbst nimmt, einen gewissen Arbeitsmodus hat, den sie nicht immer einhalten kann. Wir haben Hessen schon kurz angesprochen, wollen jetzt und hoffen, dass es dann irgendwann dann doch bald losgeht. Wir schauen immer mal mit einem Auge hinter uns, ob die politische Bundesgeschäftsführerin Emily Bühning schon beginnt. Aber lassen Sie uns tatsächlich, wir sind in Hessen, wir sind in Bad Vilbel, Tarek Al-Wazir, der grüne Spitzenkandidat, wird hier seinen Auftritt haben. Die Grünen haben zum ersten Mal einen Kandidaten für das Ministerpräsidentenamt in Hessen aufgestellt. Tarek Al-Wazir tritt an, seit 2014 regiert man hier ja zusammen mit der CDU. Das wird ein interessanter Dreikampf zwischen der CDU, Boris Rhein, der ja Volker Bouffier als Ministerpräsident sozusagen beerbt hat, der SPD-Innenministerin Nancy Faeser, die übrigens zeitgleich heute hier in Hessen als SPD-Spitzenkandidatin für Hessen nominiert wird, und Tarek Al-Wazir. Wie sehen Sie diesen Dreikampf? Ja, der Dreikampf ist spannend. Der ist tatsächlich sozusagen den hessischen Umständen der letzten Jahre geschuldet, dass auch diese Koalition gut geklappt hat. Schwarz-Grün hat gut geklappt. Und es hieß ja auch erst, Nancy Faeser, kann sie beides, kann sie Spitzenkandidatin, Bundesinnenministerin. Es klappt offensichtlich. Sie wird heute nominiert. Letztendlich glaube ich, die Landtagswahl wird, das kennen wir ja auch aus anderen Landtagswahlen, wird natürlich stark im bundespolitischen Kontext eingerahmt sein, sag ich mal. Und zeitgleich ist auch noch eine Wahl in Bayern. Das hat vielleicht für Herrn Rhein auch eine größere Bedeutung, was Herr Söder da macht. Also es ist nicht nur allein ein hessisches Spiel, dadurch, dass Frau Faeser Bundesinnenministerin ist. Aber ich sag mal, bis zum Oktober ist auch noch viel Zeit.
bis Oktober ist noch viel Zeit. Es war tatsächlich nach der letzten Landtagswahl in Hessen war es so, dass die Grünen auf Platz 2 sogar gelandet sind. Und zwar nur mit 66 Stimmen vor der SPD. Also man war quasi auf Augenhöhe. Es hätte theoretisch gereicht für eine grüne Ampel. Allerdings hat die FDP damals gesagt, einen grünen Ministerpräsidenten Tarek Al-Wazir wählt sie nicht mit. Haben sich Ihrer Ansicht nach die Zeiten verändert? Im Moment liegen in Umfragen auch Grüne und SPD auf einer Höhe. Wie wäre das jetzt, wenn es ungefähr so ausgehen würde? Ach, das ist schwer zu sagen. Also das ist, wie gesagt, noch lang hin und ein bisschen Kaffeesatzleserei. Aber ich glaube, die Flexibilität im Parteiensystem ist sehr groß. Also diese vorherige Absage, ich weiß nicht, ob wir die diesmal noch mal hören werden. Und wir haben ja auch gesehen, sozusagen erst als Schwarz-Grün in Hessen anfing, hieß oh, Schwarz-Grün, das, ob das so klappt. Das sehen wir inzwischen Nordrhein-Westfalen, das sehen wir in Schleswig-Holstein. Das sehen wir woanders. Also das funktioniert ja ganz gut. Also diese mehrfache Kompatibilität der Parteien, die macht es tatsächlich umso wichtiger, auf die Wahlergebnisse am Ende zu gucken. Und dann wird nämlich ausgezählt. Und klar, wenn man dann 66 Stimmen mehr hat, bringt einem am Ende im Landtag natürlich nichts, aber politisches Gewicht. Eike Christian Hornig, vielen Dank für diesen Moment. Sie bleiben den ganzen Tag bei uns. Und wir gehen mal nach vorne auf die Bühne, denn es sollte jetzt losgehen, habe ich gehört, mit der politischen Bundesgeschäftsführerin, mit Emily Bühning und der Begrüßung.